So, gut. Dann, fangen wir jetzt noch Pokémon? Ja, komm, gucken wir mal. Sichler will ich auf jeden Fall noch haben. Weil Sichler ist cool. Wow. Will echt nicht drin bleiben, hä? Will echt nicht im Ball drin bleiben. Im Flottball. Alter, komm schon. Die Attacken mit Flint-Chance gehen mir echt auf den Sack in diesem Playthrough. Weil ich viel zu oft flinche. Okay. Wenigstens was. Wenigstens etwas. Sichler, das Mantis-Pokémon vom Typ Käfer und Flug. Die scharfen Sicheln an den Unterarmen werden durch das Schneiden harter Objekte noch schärfer. Jo. Cooles Pokémon auf jeden Fall. Cooles, cooles Pokémon. Was? Oh. Hallo. Hallo, du kleines Scheißviech. Mit der hässlichen Entwicklung. Yay. Krabbelkracher, ey. Das ist auch so ein Krabbelkracher, Tarundel. So, da haben wir noch einen Beleber gefunden. Was haben wir hier noch? Ein Timerball, okay. Hallöchen, Luxtra. Leider hast du die falsche Farbe. Wärst du jetzt noch shiny, ne? Ah, oh, das wäre geil. Shiny Luxtra wäre jetzt richtig geil. Aber naja. Habe ich nicht. Habe ich auch letzte Nacht in meinem Privatplaystream nicht gefunden. Also shiny, ein shiny Shinox. Leider nicht gefunden. Und ich bin lang in dem Bereich, im Bereich der Shinox rumgerannt. Also, ich hätte theoretisch eins finden können. Aber nee. War leider nix. War leider nix. War ein Satz mit X. Schick mal Swaylord rein. Swaylord. Mit einem Gift-Heap. Abgesang. What? Willst du mich verarschen? Okay. Dann scheiß ich da jetzt mal aufs Schwächen. Und werf Instant-Hyperbälle. Okay, passt. Goodie. Zerpeise, das Zirper-Pokémon vom Typ Käfer. Es gibt ein Dorf, wo ein Wettbewerb abgehalten wird, bei dem man Zerpeise mit ihren vielseitigen Rufen gegeneinander antreten lässt. Guck an. Whoop. Ich kann auch einen Zerpeiseruf. So, Finsterstein haben wir. Yay. 10 Finsterbälle haben wir auch. Yes, ein Leuchtstein. Ich habe einen Leuchtstein. Wisst ihr, was das heißt?
Ich habe auch das Gefühl, dass Knatok sich nicht per Level-Up entwickelt, sondern irgendwie anders. Muss ich mit ihm auch 1000 Schritte laufen? Das ist auch der Scheiß. Bewegen. So. Komm mal kurz auf die Box. Für mein wunderbares männliches Kirlia. Das war doch der Leuchtstein, den ich brauche, oder? Nein, war es nicht. Wie hieß das Ding? Funkelstein? Kirlia. Es ist ein Funkelstein, ja. Fuck! No! No! Wie doof. Ja, komm, und wenn ich gerade im Pokewiki bin. Knatox. Es ist eine Level-Up-Entwicklung auf Level 40. Okay. Na gut. Na gut, war ich einfach nur ungeduldig. Dann darfst du jetzt natürlich wieder ins Team rein. Knatox. So. Okay. Ich kann das Luxray hier nicht einfach stehen lassen. Das geht nicht. Das bringe ich nicht übers Herz. So. Ich muss es besitzen. Flottball. Let's go. Yes. Sehr schön. Luxray weiß, dass es bei mir sehr gut aufgehoben ist. Luxray, das Glühaugen-Pokémon vom Typ Elektro. Beim Aufspüren von Gefahren ist Luxrays Röntgenblick äußerst hilfreich. Das stimmt wohl, ja. Das stimmt wohl. Yes. Jetzt haben wir einen Luxtra. Sehr gut. Ich werde mal Hallopinio nach vorne setzen. Und dir einen Belieber reindrücken. Ich finde es auch interessant, dass ich bisher keinen Top-Belieber gefunden habe irgendwo. Sonst findet man die ja auch relativ früh im Spiel schon. Aber bislang wirklich noch so gar keine. Naja. So. Hey, Sichlor. Was? Komm schon. Nicht schlecht. Du hast definitiv Talent. Ich kann nicht glauben, dass du die Angriffe von meinen Pokémon abwehren konntest. Du bist auch echt gut. Dein Name war Ryoba, richtig? Du hast eine sehr ausgefeilte Taktik. Aber warum bewacht der Boss höchstpersönlich den Eingang? Hast du kein Vertrauen in deine Kameraden? Pass auf, was du sagst. Ich bin hier, weil ich nicht will, dass außer mir noch jemand verletzt wird. Was für ein gutherziger Boss. Aber na gut, sollen wir uns wieder unserem Kampf widmen? Schauen wir erstmal zu. Na du, wer ist das? David, da bist du ja. Ich habe diese Schülerin angesprochen, da sie aussah, als gehöre sie zu Team Star. Dann hat sie mich plötzlich angegriffen und ja, der Kampf ist seit eben vorbei. Wer sagt das? Ryuba, hätte nicht gedacht, dass ich dich hier finden würde. Mispa? Alles in Ordnung mit dir? Bist du verletzt? Mir geht's gut, keine Sorge. Aber bring du dich besser in Sicherheit. Nix da, ich übernehme jetzt. Geh du zurück ins Versteck, Ryuba. Nein, das kann ich doch nicht einfach auf dich abwälzen. Ryuba, es reicht.
bis unser Big Boss zurückkommt, muss ich euch Mitglieder der Kaff-Bande beschützen. Ebenso wie alle anderen in Teamstar. Und genau deshalb solltest du dich jetzt ausruhen gehen und neue Energie tanken. Als Boss kann ich mir das aber nicht leisten. Ryoba, ich bitte dich. Hör auf mich, wir sind doch Freunde. Hä? Okay, tut mir leid, Mispa. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ein von Herzen kommendes Hasta la vista tut's auch. Hasta la vista! Sie ist sehr groß. Sehr hochgewachsen. Jetzt kriegt ihr es mit mir zu tun. Na los, kommt schon, ich nehm's mit euch beiden zugleich auf. David, meine Pokémon und ich sind vom Kampf eben noch etwas aus der Puste. Tut mir leid, dich so unter Druck zu setzen, aber kannst du es allein mit dir aufnehmen? Na klar, kein Ding. Vielen Dank, dann überlasse ich alles weitere dir. Ich werde Ryoba mit aller Kraft beschützen. Bist du kampfbereit? Jo, let's go. Fangen wir an. Okay, was für Level haben wir hier? Ist jetzt so das Erste, was mich interessiert. Glibunkel. Okay. Nicht voll entwickelt. 54. Hui, okay. Zen-Kopfstoß. Als nächstes kommt Razaf. Okay. Machen wir. Razaf nehmen wir auch mit. Heideschrei, ja, gut. Akzeptiert. Akzeptiert, dass der kommt. Der Zen-Headbutt war ein bisschen schwächer als erhofft. Um ehrlich zu sein. Aua. Ja gut, nach dem Kreidestein. Ja. Nach dem Kreidestein war irgendwie klar, dass der wehtun würde. Der Nahkampf. Okay. Ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Lass mal kurz gucken. Was für ein Speed hast du? 107. Was für ein Speed hast du? 155. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir schneller sind als Razaf, ist also gegeben. Ist da. So. Blumentrick. Ich mag den Blumentrick. Der ist voll cool. Räum's. Ach ja, schön. Immer wieder schön. So. Siebensal versucht, Tarnsteine zu lernen. Tarnstein finde ich halt auch interessant. Aber ich habe nichts, was ich dafür aufgeben wollen würde. Also, danke, aber nein, danke. Letztendlich macht es nichts, wenn ich verliere. Nanu, Sedisal entwickelt sich. Yay! Okay. Glückwunsch, denn Sedisal hat sich zu einem Saltigant entwickelt. Saltigant. Auch interessant. Saltigant, das Steinsalz-Pokémon vom Typ Gestein. Viele Pokémon scharen sich um Saltigant in der Hoffnung, an seinem mineralreichen Salz lecken zu können. Aber was war das für ein Gewicht gerade, das angezeigt wurde? Saltigant versucht, Hammerarm zu erlernen. Cool. Den will ich tatsächlich haben. Und dafür verzichte ich dann auch auf das Pökelsalz. Ja. Ja. Aber Hammerarm ist schon cool. Wenn ich Ryoba etwas Zeit zum Ausruhen verschaffen konnte, bin ich zufrieden. Ich habe meinen Teil getan, da hetze ich mich jetzt wieder zurück. Hasta la vista! Ring, ring.
Na gut, du hast die Wache also bezwungen. Das ist das Versteck der Kampfmitglieder von Team Star, der Kaff-Bande. Ryoba, ihr Boss, ist Wrestlerin und unterrichtet die anderen Mitglieder im Kämpfen. Unsere Kampfansage an Team Star wird sie am meisten in Alarmbereitschaft versetzt haben. Es ist gut möglich, dass sie an vorderster Front mitkämpft, um einen Eindringling wie dich schnellstmöglich auszuschalten. Ich bin ihr schon begegnet. Ich wusste es. Wie lief's? Ryoba ist geflohen? Ernsthaft? Nun, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als das Versteck mit einem Frontalangriff zu erobern. Es ist Zeit, der Kaff-Bande ein Ende zu setzen. Leute, die Klingel, sobald du bereit bist, es mit ihren Mitgliedern aufzunehmen. Jo. Aber erstmal mache ich das, was ich eigentlich machen wollte. Ja, nämlich noch ein klein wenig Erfahrungspunkte abgreifen. Indem wir hier Sichtler besiegen. Flammenwurf. Ja, Sichler ist halt leider schneller, was ein bisschen nervig ist. Oh, das Sichler hier überlebt sogar den Flammenwurf, ey. Okay. Das ist jetzt gefährlich. Das ist jetzt so ein bisschen gefährlich. Ich habe halt auch niemanden, der jetzt die Attacke wirklich gut abfangen könnte. Na, nope, dann ist es so. Na gut, setz nochmal Agilität ein. Sehr schön. Schwein gehabt. Damit ist es tot. Beziehungsweise besiegt. So. War aber nicht so viel Erfahrung, wie ich gehofft hatte. Krieg ich von dir vielleicht ein bisschen mehr? Es waren gerade 1000 für den, der es besiegt hat, und etwa die Hälfte für alle anderen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eigentlich schneller bin als Lextremo. Überrumpler ist, hat ja Prio. Tiefschlag, scheiße. Oh, Doppelprio, ehrlich jetzt? Du Sackgesicht. Du oller Sack. Nicht nett. Nicht nett. Ich will doch nur ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Mehr nicht. Okay, wie viel gibst du? Du gibst auf jeden Fall mehr, ja. Du gibst auf jeden Fall mehr, weil das war halt auch eine eine letzte Entwicklungsstufe. Sichler selber ja nicht. Begrenzer, okay. Oh, jetzt nicht so interessant. Slow down. Wenn die Slowdowns so stark sind, dass sie selbst mir auffallen. Holy. So. Dankeschön. Topfit. Topfit sind sie. Okay. Dann wollen wir doch mal dem Scaraborn hier die Flügel versengen. What? Das war sehr wenig Schaden. Dafür, dass das sehr effektiv war. Zen-Headbutt?
Physische Attacken vielleicht sinnvoller? Ein bisschen. Next Strike, aua. Aua, aua. Aber, ist noch okay. Ist noch okay. So, wir haben noch keinen Scaraborn, also versuchen wir es mal zu fangen. Instant befreit. What? Why? Du bist auf einem KP, mein Freund. Vielleicht zwei. Das ist nicht nett. Sag ich gleich. Das ist nicht nett von dir. Come on, ich habe nicht mehr viele Hyperbälle. Und so langsam machst du mir Angst mit deinen ganzen Schwerttänzen. Oh boy. Na, jetzt kommt der Next Strike, der killt. Autsch. Aber ich will dieses Mon haben, ey. Ich will dieses Scaraborn. Ein letzter Hyperball. Let's go. Versuchen wir es. Ja. Okay. Was sind das hier gerade alles für... Oh. Yay. Okay, deswegen kriege ich gerade ständig Nachrichten. Hm. Für Scaraborn wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Yo, Scaraborn, das Einzelhorn-Pokémon vom Typ Käfer und Kampf. Mit seiner gewaltigen Kraft kannst du Objekte, die 100-mal sein Körpergewicht haben, mühelos werfen. Schon ein starkes Viech. Schon ein starkes, starkes Viech. Oh, Knattox entwickelt sich zu Knattertox. Yay. Glückwunsch, denn Knattox hat sich zu einem Knattertox entwickelt. Wupp, wupp. Knattertox, das Mehrzylinder-Pokémon vom Typ Stahl und Gift. Den Auspufflärm nutzt es als starke Drohgebärde. Es streckt seine Zunge aus dem zylindrischen Mund und verteilt dabei eine giftige Flüssigkeit. Okay. Knattox versucht, Gangwechsel zu erlernen. Ich meine, das ergibt Sinn, ja, dass du Gangwechsel lernen kannst. Statt im Gyroball. So, dann nochmal Pokémon heilen. Ich meine, hier ist ein ganz guter Ort zum Trainieren. So rein von den Leveln der wilden Pokémon.